Ein Willkommen auf meiner sozialen fachlichen Betreuung. Es geht jetzt um das Thema Einzelunterricht. Einzelunterricht ist selten, wird aber auch mal angewandt, wenn es wirklich drauf ankommt. Wie in einer anderen Folge bei nicht beschulbaren Kindern zum Beispiel, die zum Beispiel auf die Schule vorbereitet werden, um die ersten Wege in die Schule zu kommen, beziehungsweise die sich noch nicht in die Klasse trauen. Da kann man auch so eine Art Kombi zum Beispiel machen. Ein Teil der Schulzeit, also erstmal mit wenigen Stunden anfangen, und die wenigen Stunden werden auch nochmal halbiert durch einen Teil in der Klasse, und der andere Teil ist eben quasi Einzelunterricht durch einen Erzieher, Schulassistent oder Assistentin oder Erzieherin. Und ist nicht oft, boah, eigentlich ganz selten, ist für die Kinder Luxus, verstehen die Kinder meistens nicht. Die denken immer, das wäre für sie eine Belastung, aber das ist wirklich Luxus. Das muss man den Kindern immer wieder erklären. Meist haben die Kinder keine große Konzentration. Deswegen sollte man sich als jeweilige studierte Lehrkraft oder als Erzieher oder als Assistent oder als Betreuer, also als jegliche Person, immer irgendwelche Konzentrationsspiele oder Konzentrationsaufgaben machen, dabei haben. Zum Beispiel Wimmelbilder. Da kann man quasi, oder finde den Fehler, solche Sachen. Aber auch genau in dem Bereich, wo man gerade den Unterricht macht, sollte man auch solche Arbeitsblätter noch dazu dabei haben. Und vielleicht so Konzentrationsspiele, Lückenfüller. Dass man wirklich sagen kann, das Kind macht jetzt erstmal 20 Minuten Mathe, dann merkt man, kann sich nicht mehr konzentrieren. Und bevor das Kind überhaupt sagt, ich kann jetzt gar nicht mehr, ich will jetzt nicht mehr, sollte man sagen, gut, wir machen jetzt ein kleines Konzentrationsspiel oder eine kleine Aufgabe, so eine spielerische Aufgabe oder einfach ein Spaßblatt. Und danach, wenn du dich da wieder so ein bisschen eingekriegt hast in 5 Minuten, geht es dann sofort weiter. Das hilft meistens. Man darf dem Kind ja nicht die Möglichkeit geben zu sagen, ich möchte jetzt nicht mehr. Man muss von vornherein das sehen, als Erzieher, Lehrer, Assistent, und sagen, die Möglichkeit gibt es und die will ich jetzt machen. Weil als erwachsene Person steht man vorne und hat quasi das Sagen. Man muss quasi dem Kind die Richtung geben, wo lang es laufen soll, quasi, wo es hingehen soll im Unterricht, in welche Richtung. Mathe ist es zum Beispiel vielleicht so, ja, Tafelfußball mit kleinen Aufgaben, wo man dann zum Beispiel freiwillig als, ja, Lehrkraft oder das Erzieher quasi vorne dann verliert, damit das Kind dann wieder sich freut, dass es gegen den Lehrer gewonnen hat. Neue Motivation, dann macht es die Aufgaben wieder freiwillig mit, die man schon am Anfang angefangen hatte. Das ist so der Einzelunterricht. Ist selten, kommt vor, ich habe es hinter mir, bei quasi so gut wie nicht beschulbaren Schülern. Und gerade da kann man wirklich ins Gespräch gehen in diesem Einzelunterricht. Da hat man wirklich die Zeit und kann wirklich mal nachfragen, warum, wieso, weshalb, und kann besser Lösungen finden, weil man hat ja keine 20 bis 25 Schüler in der Klasse dann auf einmal. Man hat ja wirklich nur den einen Schüler und kümmert sich dann um den und fragt danach und findet Lösungen. Wenn das Kind dann wieder aus der Schule raus ist oder in anderem Unterricht ist, dann kann man immer noch mit der Schulstation sprechen oder mit der Direktion absprechen oder mit den jeweiligen Lehrer absprechen, was so der Fall ist und was kann man machen. Und Überraschung, vielleicht irgendwann wird im Hintergrund irgendwas Positives gemacht, was das Kind eben nicht weiß, und freut sich, da wurde was gemacht. Ja, und dann macht es natürlich noch mehr mit. Und dann traut sich das vielleicht auch ein bisschen mehr in die Klasse. Deswegen immer so gut helfen, wie es geht. Na dann, ich wünsche euch einen schönen Tag.